Der Froschkönig. Jede Bewegung ein Bild. Es ist ein wunderbares, großes Buch, das uns Lotte Reiniger so am Ende ihres Lebens eigentlich auch ein bisschen als Dank geschenkt hat. Und hier sind ihre Anfänge zu sehen. In den 70ern trifft das junge Ehepaar Happ die schon erfolgreiche Künstlerin in London. Mit 13 fängt Lotte an, Figuren auszuschneiden. Und das ist hier auch schon bei der jungen Lotte Reiniger, wie die Frau dasteht. Die spricht alles, nicht? Oh, die lässt gleich eine Schimpftirade raus. Und er hält seine Nase rein in den guten Duft von dem Pflaumenmus, was er kaufen möchte. Und es läuft ihm das Wasser im Mund zusammen. Das sieht man da. Und ich finde beim Scherenschnitt auch ganz faszinierend immer die Reduzierung auf die Linie. Lotte Reiniger wird immer mehr zur Meisterin ihres Fachs. Im Tübinger Stadtmuseum ist zu sehen, zu welcher Fingerfertigkeit sie es mit der Schere brachte. Der Stummfilm startete gerade seinen Siegeszug. Da beginnen auch Lotte Reinigers Figuren zu laufen. Wer sich in Sachen Trickfilm versuchen will, braucht Geduld. Heute und damals. Bei Lotte Reiniger wird jede Bewegung einzeln abgelichtet. Zusammen ergibt es einen Film. Wie den schon lange verschollenen Streifen, die schöne Helena. Eigentlich hätte es ein Besuch bei Helga und Alfred Happ werden sollen. Aber Lotte Reiniger zog gleich ganz ins Pfarrhaus ein. Das Ehepaar musste sich daran erst gewöhnen. Sie hat bei uns auch Hof gehalten, da kam sie aus London, da kam sie aus Kanada. Und selbstverständlich waren wir die Gastgeber. Vor 35 Jahren starb Lotte Reiniger, 82-jährig, in Dettenhausen. Ihre Sammlung überließ sie der Familie Happ. Noch heute ist die Erinnerung wach an die selbstbewusste Frau, an die Pionierin des Trickfilms. Sie war eine Persönlichkeit. Sehr charmant. Die hat sehr gut auch weiblichen Charme einsetzen können. Man hat sie mal gefragt, ob es nicht schwer gewesen sei, in dieser Männerdomäne sich als Frau durchzusetzen. Im Gegenteil. Eigenwillig und liebevoll ihr Stil, bis in den Alltag hinein. Es kam fast kein Brief, auf dem nicht eine Silhouette noch war.